بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind immer noch mit dem Buch دروس اللغة العربية und wir sind bei der 21. Lektion الدرس الحادي والعشرون. Und hier werden wir sozusagen alles sammeln, was wir bis jetzt gelernt haben. مدرستي, meine Schule. هذه مدرستي, das ist meine Schule. Natürlich alles, was ihr nicht wisst, bitte aufschreiben. Hier gibt es einige neue Wörter. Das als erstes. Und hier, hier قريبة من المسجد. Sie ist nah, قريبة ist nah. من المسجد, aus der Moschee oder von der Moschee. هي مدرسة كبيرة. Sie ist eine große Schule. لها ثلاثة أبواب. Sie hat drei Türen. Merkt euch auch die Nummern und die Eigenschaften, weil danach kommen einige Fragen und die müssen wir dann beantworten. أبوابها مفتوحة الآن. Also, مَفْتُوحَ تُنِلْ أَنَا. Ihre Türen sind jetzt offen. الْأَنَا kann man nach أَبْوَاب sagen und auch ganz am Ende. أَبْوَابُهَ الْأَنَا مَفْتُوحَةٌ. Und das geht auch. فِي الْمَدْرَسَةِ, in der Schule, فُصُولٌ كَثِيرَةٌ. In der Schule gibt es viele Klassen. هَذَا فَصْلُنَا. Das ist unsere Klasse. وَهُوَ فَصْلٌ وَاسِعٌ. Wasi'un heißt breit. Und es ist eine breite, oder sie ist eine breite Klasse. Fihi nafidatani kabiratani. In ihr gibt es zwei große Fenster. Wafihi makatibu wa karasiyu. Und in ihr gibt es Schreibtische und Stühle. Maktab von Maktab, was Schreibtisch heißt, und Karasi von Kursi, Stuhl. Und hier haben wir auch Dings nicht Maktibun gesagt oder Karasiyun gesagt, weil das ist eine Art von Al-Mamnu' min as-Sarf. Also wir haben schon einmal das erwähnt, dass Mamnu' min as-Sarf bedeutet, es kriegt kein Tanwin. Und dafür gibt es einige Gründe. In der nächsten Lektion, bei der 22. Lektion, lernen wir diese Gründe alle zusammen. وَفِيهِ سَبُّورَةٌ كَبِيرَةٌ. Sabura, haben wir gesagt, ist Tafel. Und in ihr gibt es eine große Tafel. هَذَا مَكْتَبُ الْمُدَرِّسِ. Das ist der Schreibtisch des Lehrers. وَذَاكَ كُرْسِيُّهُ. Und jenes, oder genau, und jenes ist sein Stuhl. Jetzt hier ذَاكَ kommt jetzt, das ist das Schöne an der arabischen Sprache, dass jeder Buchstabe eine Bedeutung haben kann. Jetzt ذَاكَ, das teilen wir und wir haben dann ذَا und كَ. Das bedeutet, das ist nah zum ذَلِكَ. Und das Eigentliche, was für nah ist, ist هَذَا. Jetzt هَذَا teilt sich eigentlich in zwei, genauer gesagt. هَا لِتَنْبِيه. تَنْبِيه bedeutet Vorsicht. Das bedeutet, du sagst هَا, damit er achtet, was du jetzt sagst. Und dann هَذَا, das. Und ذَلِكَ haben jetzt zu ذَاكَ gemacht. ذَلِكَ ذَا اسم إشارة, also dies. لَام لِلْبُعَد, also لَام für das Weite. Das لَام sagt dir, es ist weit. Und ذَاكَ كَفْ لِلْخِطَاب, also für das Ansprechen. Und dieses لَام لِلْبُعَد haben wir dann weggemacht. Und deswegen ist es ذَاكَ geworden. Also هَذَا für nah und für das Weite kann man ذَاكَ und ذَلِكَ
sagen. وَتِلْكَ مَكَاتِبُ مَكَاتِبُ الطُّلَّابِ. Und jenes sind die Schreibtische der Schüler oder der Studenten. وَكَرَاسِيُّهُمْ. Und deren Stühle. مَكْتَبُ الْمُدَرِّسِ كَبِيرٌ. Der Schreibtisch des Lehrers ist groß. وَمَكَاتِبُ الطُّلَّابِ صَغِيرَةٌ. Die Schreibtische der Studenten sind klein. في فصلنا, in unserer Klasse, عَشَرَةُ طُلَّابٍ. Wir achten, dass wir عَشَرَةُ sagen und nicht عَشَرَةُ. In der Klasse gibt es 10 Studenten. وَهُمْ مِنْ بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ. Und sie kommen aus verschiedenen Klassen oder aus verschiedenen Ländern. هذا محمد. Das ist Mohammed. وهو من اليابان. Achtet, von wo die Leute kommen, weil darauf Fragen kommen. هذا محمد وهو من اليابان. Das ist Mohammed und er kommt aus Japan. وهذا خالد وهو من الصين. Und das ist Khalid und er kommt aus China. وهذا أحمد وهو من الهند. Hier haben wir wieder gesagt Ahmed und nicht Ahmedun, weil Ahmed gewogen wird mit dem Wort Af'al. Und wenn ein Name auf Af'al kommt oder eine Eigenschaft, dann ist es Mamnu' min as-Sarf. وهو من الهند. Und er ist aus Indien. وهذا إبراهيم. Und das ist Ibrahim. وهو من غانا. Er kommt aus Ghana. وهذا إسماعيل. وهو من نيجيريا. أو نيجيريا. Und das ist Ismail und er kommt aus Nigeria. Ihr achtet, dass dieses G meistens im Ausländischen, also Latein, öfters zu Jim wird oder Kaf wird. Und Ismailu haben wir gesagt, nicht Ismailun, weil Ismail eigentlich ein nicht-arabisches oder nicht-arabischer Name ist. Und die nicht-arabischen Namen sind auch Memnu'a min as-Sarf. وَهَذَا يُوسُفُ وهو من إنجلترا. Und das ist Yusuf und er kommt aus England. وهذا بيرامو. Eigentlich Bayram. وهو من تركيا. Und das ist Bayram. Er kommt aus der Türkei. وهذا عمار. وهو من ماليزيا. Und er kommt aus Malaysia. وهذا علي. وهو من أمريكا. Und er kommt aus Amerika. وهذا أبو بكر. وهو من بوسنيا. Aus Bosnien. Auf der nächsten Seite haben wir dann noch ein bisschen eine Ergänzung. Das lesen wir noch. Hum min biladin mukhtalifatin. Sie kommen oder sie sind aus verschiedenen. Mujad, das ist hier noch auf der vorderen Seite. Ach so, okay. Beim neuen haben wir das ein bisschen geändert. Hum min biladin mukhtalifatin. وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ. Und deren Sprache ist unterschiedlich. وَلَكِنْ. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. وَلَكِنْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ. Aber, لَكِنْ heißt aber, ihre Religion ist eine. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ. Und deren Herrn ist eine. وَنَبِيُّهُمْ Wahidun. Im 9. haben die das ein bisschen schöner gemacht, da haben die sallallahu alaihi wasallam auch noch geschrieben. Wa qiblatuhum wahidatun. Und deren Gebetsrichtung, Qibla, ist eine. Hum muslimun. Sie sind Muslime. Wal muslimuna ikhwa. Und die Muslime sind Geschwister oder Brüder. Hatha mudarrisuna. Das ist unser Lehrer. Ismuhu Sheikh Bilalun. Sein Name ist Sheikh Bilal. Wahua min Syria. Und er kommt aus Syrien. Wahua Rajulun Salihun. Er ist eine rechtschaffene Person oder rechtschaffener Mann. Nahnu nuhibbuhu kathiran. Wir lieben ihn sehr. Jetzt haben wir ein neues Verb. Nuhibbuhu von Habba oder Ahabba.
Als ich das hier vorbereitet habe, habe ich gedacht, soll ich das sagen oder nicht? Ich sage es mal trotzdem. Also derjenige, der verheiratet ist, sollte heute schon mal sagen, so auf Arabisch, Uhibbuki, für seine Ehefrau. Die, die noch Single sind, die sollten es deren Mütter oder deren Schwestern sagen. Denn wenn die Schwestern oder die Mütter sowas nicht bekommen, nicht hören, dann suchen sie es beim anderen. Irgendwelche Fragen im Text? Dann gehen wir zu den Tamarin. Ajib an al-Asilat al-Atiya. Nummer 1. Aina hadhihi al-Madrasatu? Wo ist diese Schule? Ahmed? Also, die ist im Dorf, also vier, einmal kurz, wo war das Das ja ist her? genau das, was ich gedacht habe, ganz am Anfang. Es ist nicht Qarya, sondern Qariba. Ach so, das ist Karim. Dann machen wir mal kurz. Der Da erste sagt, steht noch gar nicht, wo das ist. doch, sie ist nah von der Moschee. Ach so, so in dem Sinne. So, dann hadhihi al-madrasati fi qaribatin min al-masjid. Jetzt, wenn du jetzt hier sagst, dann hast du es dort sozusagen doppelt gemoppelt. Also das ist zweimal sozusagen gesagt. Entweder hier Qaribatun min al-Masjidi oder Qaribatun min al-Masjidi. Okay. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Kam baban laha? Also übersetzt, wie viele Türen hat sie, diese Schule? Hier ثلاثة أبواب بي. Sagst du, sie ist drei Türen oder sie hat drei Türen? Also, dann Dings, nein. عندها ثلاثة أبواب. Versuche mal die Antwort von der Frage zu nehmen. ثلاثة أبواب. لها ثلاثة أبواب. Okay, jetzt Nummer 3. Die ist ein bisschen einfacher, weil das eine Ja-Nein-Frage ist. Mughlaqatun abwabuha al-ana am maftuhatun. Also ist deren Türe geschlossen jetzt oder geöffnet? الآن أبوابها مفتوحة. Genau. Oder Abwaabuha al-ana maftuhatun. Hinten in der Lösung, Seite, hat man gesagt, Abwaabuha maftuhatun al-ana. Okay, jetzt gehen wir zu 4. Kam nafidhatan fi hadha al-fasli? Wie viele Fenster gibt es in dieser Klasse? في هذا الفصل نافذتان كبيرتان. Genau, richtig. Jetzt Nummer 5. Kam Taliban fi hadha al-fasli? Wie viele Studenten gibt es in dieser Klasse? Wahnsinn. Einen Moment. Von 10. Okay. Dann في also كم طالب في هذا الفصل في هذا الفصل 10 طلاب. Genau, richtig.
Okay, jetzt kulluhum min baladin wahidin, sind alle aus demselben Land. Ja, reicht, wenn ich sage nein? So le Eigentlich reicht das. Aber ich bin. Das ist das Problem, wenn man eine Sprache lernt. Man möchte einfach nur lernen, also nein, ja sagen. muss ich aber Aber sagen, wenn es man kommt. einen vollen Satz sagen möchte? Okay, dann le kulluhum min biladin. Warte, was war im Text? Muhtalifatin. Genau. Wieder die Mukhtalifatin. Okay. Jetzt Nummer 7. Aina Abu Bakrin. Abu Bakrin. Abu Bakrin, der war aus ganz kurz. Ach so, Bosnien, ne? Abu Bakrin min Bosnien. Genau. Wo ist das aus Bosnien? Ganz kurz eine Lösenaufgabe haben die was, glaube ich, was anderes gesagt. Ich wollte noch mal schauen. 21. Nee. Okay, dann machen wir kurz weiter. 8. Min Aina Ahmedu. Ahmadu minal Hindu. Genau, richtig. Min Aina Yusufu? Yusuf, wo war Yusuf? Warte. Ich suche ihn gerade. Okay, Yusufu min Inkelterra. Genau. Jetzt bei Abu Bakr haben die in der Lösung einen Fehler gemacht. Da haben die Yunan geschrieben, Griechenland. Das ist Bosnien. Okay, jetzt Nummer 10. Min Aina Muhammadun? Oder Min Aina Muhammad? Muhammadun minel Yabani. Genau. Man mudarrisuhum? Okay. Deren Lehrer, Al-Mudarrisu min Surya. Nicht min einer Moderation, sondern men Moderation. Wer ist der? Ach so. Dafür musst du den Namen sagen. Ja, okay, Bilal, also Al-Mudarrisu Bilal. Könnte man eigentlich sagen, ja. Die bessere Antwort wäre Moderation, Sheikh Bilal. Das wäre dann der volle Satz. Okay, jetzt Nummer 12, die letzte. Min aina hua? Das ist jetzt die Okay. Frage, was du gesagt hast. Hua min Surya. Genau, richtig. Okay, jetzt die nächste Aufgabe ist ein bisschen einfacher. Da muss man eigentlich nur richtig falsch die Zeichen legen. Leg dieses Zeichen amam al-jumal as-sahihati, vor den richtigen Sätzen. Und dieses Zeichen amam al-jumali, vor den nicht richtigen Sätzen. Natürlich, wir sagen auch, wie diese Zeichen heißen. Richtig heißt sahih oder sah. Und also sort ha oder sort ha, ja ha. Und falsch ralat. Rein lam ta. Das bedeutet, wenn ich diesen Satz sage, oder die Sätze lese, dann sagst du Sah oder Ghalat. Dann kannst du dich an diese Wörter gewöhnen. Nummer 1. Madrasati qaribatun min al-matari. Ralat. Genau. Der Satz sagt, die Schule ist nah vom Flughafen. Sie ist nah von der Moschee. Laha thalathatu abwabin. Sahih. Genau. Sie hat drei Türen. Abwabuha mughlaqatun al-ana. Diesen offen heißt das gerade, wa?
heißt geschlossen. Hast du geschlossen, dann Platz. Ralat oder Chata. Okay, der Satz sagt eben, deren Türe sind geschlossen. Nummer 4, Makatibut Tullabi Kabiratun. Die Schreibtische. Okay, was sagst du? Ich glaube, sorry, ich glaube, stimmt. Chata. Weil der Schreibtisch des Lehrers war groß, aber die Ach Schreibtische so. der Studenten sind klein. Also eigentlich müsste da stehen, Makatibut Tullabi Sariratun. Okay, jetzt Nummer 5. Maktabul Mudarrisi Okay, dann sage ich. Kabirun. Genau, richtig. Die Schreibtische der Schreibtisch des Lehrers. Nummer 6. Fifaslina Asharatu Sorry. Tullabin. Genau. In der Schule oder in der Klasse gibt es 10 Schüler, Studenten. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Nummer 7, Ammarun min Bosnia. Rallat. Genau. Von wo war Ammar? Ich weiß aber ein bisschen davon aus Bosnien. Genau, richtig. Gucken wir mal gleich. Ammar, Ammar. Achso, Malaysia war mal. Genau. Aus Malaysia. Okay, Nummer 8, Bayramu min Turkia. Sahih. Okay. Nummer 9, Yusufu min Malaysia. Ralat. Genau, Yusuf kommt aus Ingelterra, glaube ich. Genau. Okay, Mudarrisuna min al-Iraq. Ralat. Ralat, er kommt aus Syrien, in Syrien. Okay, jetzt Nummer 3, Eskurul Bilada al-Waridata fid-Darsi min Asia, Afrika, Europa. Also erwähne die Länder, die erwähnt worden sind in dieser Lektion, aus Asien, aus Afrika und aus Europa. Da hat man eben eine Tabelle gemacht. Die Länder, die aus Asien kommen, die Länder, die aus, oder die, die in, sorry, Afrika sind und die Länder, die in Europa sind. Welche Länder waren in Asien? Okay, dann gehen wir erstmal zum Text hoch. Warte kurz. So. Wo fangen die Länder an? Okay. Japan, Sien, Hindi, Hint, okay. dann mal gucken, was ist noch. Von wo kommt Amma? Wo ist Ammar? Da, Malaysia, genau, also Malaysia. Okay. Das sind Ich glaube, es alle, ist die aus Asien sind. Okay, dann gehen wir zu Afrika. Welche Länder sind in Afrika gewesen? Kerana, Genau. dann Nigeria. Genau, und das war's. Jetzt zu Europa. Europa, okay. Bosnien, Okay. Inglaterra, Okay. Türkei. Okay. Was Das ist das? ist alles, glaube ich. In der Lösung hat man eben Yunnan auch noch hinzugefügt. Die haben den Fehler gemacht, glaube ich. Okay, jetzt Al-Kalimatul Jadida. Al-Maktabu, Makatibu. Schreibtisch, die Schreibtische. Al-Kursiyu, der Stuhl. Al-Karasi, die Stühle. Al-Launu. Laun bedeutet Farbe. Und der Plural, Alwanun, Farben. Al-Qiblatu, die Gebetsrichtung. Oder die Richtung allgemein. Dhaka gleich Dhalika. Also man kann Dhaka sagen und man kann Dhalika sagen. Walakin und aber. Dieses Lakin haben die, glaube ich, nicht geschrieben in dem Alten. In dem Namen ist eben noch Walakin hinzugefügt worden. Waw, Lam, Kaf, Nun. Waw ist eigentlich nur für und Lakin bedeutet aber. Hast du irgendwelche Fragen? Nein. Okay, inshallah. Dann sind wir hier fertig. Alhamdulillah.